Weil das ist das Ding ist, englischsprachige Zuschauer, die raffen das einfach nicht. Das ist oft, die raffen das einfach nicht. Die hören einfach. Grüß Gott! Oder was meinst du? einfach irgendwelche Sachen auf Hitlerdeutsch sagen. Du bist der Anführer und führe mich jetzt da runter. Ey, wie kommen wir da runter? Hab ich Gravel? Oh, ja, ich hab Gravel. Und einen Boner. Lustig, lustig. Der Scherz hat mich zum Lachen gebracht. Ja, am besten alles mit R. Ja, alles ist eher einfach übertreiben. Oh. Wo ist Gönnitz? Bring mir Fägelein sofort! Kennst du diese Videos diese Clips von der Untergang, die ganz viele Englisch Leute einfach, die haben einfach die Untertitel verändert? Ach so, ich glaube schon, ja. Wo der Hitler einfach zum Beispiel von Wow gebannt wird, weil er gebottet hat oder sowas. Das ist so lustig. Und der Tag, der Ton ist einfach so anders. Der ist einfach so. Die Amerikaner sind zum Westen vorgeschossen mit ihrer Panzerdivision. Und die Russen sind im Süden vorgestoßen. Ich mach die Quelle weg hier, ne? Und der Text ist einfach. Ja. You've lost your account because Blizzard caught you botting. Das ist einfach. Ja, ich find's lustig. Und da gibt's einen Ja. anderen Clip mit. Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein, sofort! Fegelein! Und dann rastet der so voll aus. Okay, jetzt gibt's noch. Hast du da einen Fackel gemacht? Keine Ahnung. Ich glaub schon. Oder kommen wir von. Nee, Moment. Bin verwirrt. Ich bin verwirrt! Bei mir findet eine Verwirrung statt. Die Juden sind schuld. Ah. Wir haben keine Kohle, benutzen wir Juden für den Ofen. Oh Mann. Ah. Wir kraften uns Juden. Gott. Oh Mann. Ah. Ich hab nichts gegen Juden. Nein, nein. Nein. Nein, nein. Du bist nur so ein geheimer Neonazi, weißt Sitze hier mit meiner Glatze, Skinhead. Das Geilste ist einfach, dass es in der USA mehr Nazis gibt als hier. Weil die da nicht verboten werden und so. Hier werden die, hier darf man das nicht öffentlich so das zeigen und so. Und deswegen fühlen sich ganz viele Gangster cool, wenn die es da irgendwo auf die Wand kritzeln. So ganz Sprayer-mäßig. Ja. Ey, Allah, sie können Allah. Die Höhle haben wir jetzt erkundet, oder? Ach ja, Mehr von da kamen wir. oder weniger. Wir kommen jetzt wieder hoch. Warte. Ah, du bist ja ein ganz Schlauer. Ich bin Magic. Daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann müsstest du es mir wieder runterwerfen, weil ich habe nur 5 Gravel. Und, Oh, ey, das. Also runterkommen ist immer leichter als hochkommen. Wenn man Gravel hat, schon. Oder Sand. Wo ist denn überhaupt oben? Ah ja, da sind wir reingekommen. Was machst du denn? Ich hab eine Höhle gefunden. Echt? Doch nicht. Hier War oben ist nur eine noch Art was, ne? Hohlraum. Hier oben ist noch was. Das Oh, dann habe erkunde ich doch ich. eine Höhle gefunden. Ah, das kann ja auch nicht sein. Ja, das Doch, ist. Eisen. Baust du ab? Oh, und Ich Zombie. höre Zombies hinter dieser Steinmauer hier. Es könnte auch was sein. Ne, unter uns. Hier, schräg in diese Richtung. Schräg unten. Soll ich mal hinbuddeln? Ah ja, die kann man sehen durch die Mauer. Das ist ja echt nützlich.
Das muss ich mal in der Zukunft benutzen, weil ich habe immer versucht, Mobspawner zu finden. Da habe ich das nie hingekriegt, weil ich die. Das haben wir halt keinen Surround Sound. Und ich habe halt ein Surround Sound Headset. Da denke ich immer, ich höre die da. Und gehe ich in die Richtung und da sind die dann nicht. Und das fuckt einfach an. Oh, 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 oh mein Gott. Oh, warte, ich hab. Ah, Zombie! Okay. Oh, ich glaube, das ist Gold. Oh, Gold. Können uns eine Uhr machen daraus. Ja, oder Powered Rails. Hä? Huh? Ah ja. Das kann man damit. Man kann ja keine Minecart Booster mehr machen, das finde ich auch extrem kacke. Warte mal. Ich finde es besser mit den Powered Rails, da kann man viel einfacher die Dings, die heißt so eine Strecke bauen. So ein großes System, das geht viel einfacher damit. Ich baue die Pilze auch ab, so wir uns vielleicht daraus was machen können. Okay, ach, hier ist noch Gold. Macht ihr was aus, wenn wir kurz eine Pause machen? Also, nein. Recording. Sagt, musste Greek eine kleine Pause machen und da sind wir wieder. Ich habe hier ein bisschen Eisen abgebaut. Und ich habe Kohle im Blickfeld. Ich habe jetzt 19 Eisen, das ist ziemlich nice. Und 12, ich habe 5 Gold. Und 12 Pilze, jetzt ein bisschen Eisen verpasst. Das nehmen wir uns mal. Kennst du Austin Powers den Film? Nee, wer ist denn das? Der ist echt cool, der Film. Ja, das ist ja Komödie halt. Achso. So ein. Ja, ist ja auch egal, ne? Wenn du den nicht kennst, dann. Ja, das ist dann halt ein bisschen. Kann man schlecht drüber sprechen. Ja. Ach ne, da war ich gerade, da war Wasser. Da, den Gang habe ich halb ausgeleuchtet, da wo du gerade, glaube ich, bist, ja. Und da müsste es eigentlich noch weitergehen. Ja, hier gibt's halt. Ich grab hier einfach nur ein bisschen, weil es hier. Auch, Ach, Mobs nicht? Nee, hier gibt's einfach Eisen. Ey, wenn ich mir einfach überlege, wie viel ich für dieses Spiel gezahlt habe und wie viele Stunden ich in dem Spiel gekriegt habe, das ist echt ein guter gut. Preis, ne? Guter Preis. Ich hab's irgendwie für 10 gekriegt, glaube ich, als es noch. Ja, ich auch, obwohl ich das erst vor. Wann habe ich das gekauft? Aber bei mir war es doch Alpha. Auf jeden Fall, ja, bei mir war es schon Beta und hat 15 Euro gekostet, aber ich habe das irgendwie. So eine Paysafe-Card auf so einer Seite gekauft. Ach so. Das hat okay. Sogar funktioniert, also ich hab da so, kann man ruhig vertrauen, aber die Seite gibt's nicht mehr. Leider. Von wo kommen wir jetzt eigentlich? Wir hatten irgendwo so eine kleine Lücke, wo wir durchgeschlüpft sind, ne? Ja, ich weiß aber gar nicht mehr, wo das ist. Ach, genau, kommen wir zufällig von hier oben? Genau, wir sind ja hier runtergefallen. Ah, jetzt klingelt's. Jetzt klingelt's. Bin schlau. Ich bin was Besonderes. Da will ich jetzt mal gerade nichts zu sagen. Ach, du bist was Besonderes, wie schön. Genau. Okay. Wir können auch vielleicht irgendwann sowas wie, du hast nicht zufällig Left 4 Dead, oder? Nee, aber ich hab schon mal gespielt. Könnte ich mir sonst auch zulegen. Ja, also, na, muss ich jetzt nicht unbedingt machen, aber das wäre vielleicht auch gut zu machen. Doch, ich hätte schon was, ne? Ja. Machen wir erstmal das hier fertig und dann überlegen wir weiter. Okay, so, wollen wir jetzt mal vielleicht. Wir haben die Hülle durch, oder? Das würde ich mal so sagen. Würde ich mal auch so sagen. Können wir unsere Mine machen? Ja, dann gehen wir jetzt mal hier raus. Dann folge ich jetzt einfach mal. Ach, hier. Ja, genau. Ich bin zu doof. Ich bin zu besonders, um aus diesem Loch rauszukommen. Ich verstehe. Besonderes und meine Mama sagt, ich bin was Besonderes. Ja, das ist doch toll. Forrest Gump-mäßig. Ach ja, da geht's nach oben. Dann machst du es zu. Weißt du, wir bauen es einfach hier neben. Kommt jetzt die Mine hin. So. Wollen wir es uns in zwei Richtungen bauen? Vielleicht haben wir ja mehr Glück. Was? In zwei Richtungen bauen. Also, dass du da eine Treppe runterbaust und ich da. Also, wir können entweder das machen oder wir bauen eine zusammen schnell. Ja, das reicht ja, wenn die nur ein breit ist oder möchte. Ja, also mir. Also, ich baue so lieber gerne zwei breit. Das ist dann.
Ja, entweder wir können eine zusammen machen oder wir machen eine separat. Das ist mir jetzt wurscht. Ist die Wurst? Wurst? Ich mag die Wurst! Okay, dann lass jetzt zusammen so einen dicken Gang bauen. Ja, so einen dicken, fetten Gang. Du magst dicke, fette Sachen, oder? Oh, ja. Ja, das kann man verstehen. Das fuckt ab beim Graben, wenn man da so Fackeln platzieren muss. Ja. Bist ja viel schneller. Hallo? Ich hab ein Eisen. Spitzhacke. So. Also der Fairness halber mache ich jetzt auch mal mit einem Stein. Nein, ich würde das schon sparen. Wenn du nur eins hast, dann ja, will ich das mal. Du hast für Sachen wie Gold aufbewahren, ne? Hä? Für Sachen wie Gold aufbewahren, die kann man ja nicht. Ja, genau. Und Diamanten. Diamanten sind wichtig. Aber es ist jetzt nicht meine Priorität, die zu benutzen. Ich meine, die zu holen. Nö. Wir wollen ja eigentlich nur genug Ressourcen haben. Stein und... Und wenn wir es bauen, wollen wir es ja aus, nicht aus, wie heißt... Dirt. Dem... Wir sollen sich nicht als... Wir sollen uns aus Holz und richtigem Stein machen, nicht dieses Cobblestone hier. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, doch, auch Cobblestone. Also ich sag auch zum immer Cobblestone. Ja, aber ich weiß, aber es gibt schon Worte. Hast du schon eine Idee, was... Oh, ah, hier waren wir ja schon, ne? Echt? Ja, also hier, wir sind gerade wieder auf diese Höhle gestoßen, die wir gerade erkundet haben. Na, ich bräuchte auch mal wieder ein bisschen Fleisch. Hast du was? Ich hab 3 Stück. Ja, hier. Ich glaub, hab's dir hinter dir gekotzt. Ja, eins reicht erstmal. Danke. Eine ganze Menge Kohle gefunden. Das können wir jetzt erstmal abbauen. Weil wenn wir was Schönes bauen wollen, dann brauchen wir genügend von allen. Es kann jetzt nicht schaden, das Mess mal zu sammeln. Ich brauche wieder Sticks. Fackeln. Ich habe welche, wenn du willst. Ja, ich hab ein bisschen Holz und Kohle. Nein, ich geb's dir jetzt mal einfach ein paar. Das geht doch schneller, oder? Okay. Oder egal, hast du es jetzt gemacht. Okay. Es ist zu spät. Jetzt krieg ich keine mehr. Ja. No. Hast du eigentlich schon lange wieder Schule? 2 Wochen, ja. Ach ja, hast du gesagt. Ja, jetzt steht schon 2 Wochen. Wir erst seit, ja, Montag. Ach so. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ja, wie gesagt, die einen haben noch 4 Wochen irgendwo. Ah, nur 4 Wochen? Redstone, ich glaube, ja, ich meine 4 Wochen. Haben die nur 4 Wochen Ferien oder haben die... Ach so, nee, die haben noch 4 Wochen. Ach so, noch 4 Wochen. Dann haben die erst vor 2 Wochen angefangen. Das kann gut sein, ja. Das wäre eigentlich schon gut, wenn die Sommerferien nicht auf einmal sind, weil dann... Können die, haben die. Auch, ne? Haben die, zum Beispiel die, Lufthansa und so haben keine Ausrede, um die Preise höher zu machen. Weil fuckt, wenn man nach. Wir fliegen immer nach USA und dann sind die Preise so richtig scheiß hoch. Ja, du hast ja auch Videos gemacht. Also von deinem Urlaub so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Wie war's denn so? Ah, ziemlich gut. Ziemlich gut. Wo warst du in Urlaub? Das ist mir, glaube ich, also nicht im Ausland, nur in Deutschland. Ja, beim Europapark unter anderem. Aber im Europapark. Weil meistens gehen, ich habe ziemlich erwartet, weil ganz viele, die in Deutschland gehen, gehen wie zur Nordsee oder sowas. Ich wohne ja an der Ostsee. Achso. Ja, dann ist es ja, dann bringt es ja nichts, weil du gehst ja bestimmt öfters hin. Ja, aber, ja, okay, für mich wäre das jetzt nichts Besonderes, so halt Ostsee, aber ich glaube, ja. Touristen ist das schon was Tolles. Ja, für mich jetzt auch nicht, aber... Ich finde viele Sachen... Ich glaube, wie tief sind wir? Auf Ebene 13. Ich glaube, hier könnten wir ruhig so eine Mine bauen jetzt. Oh. Dann bauen wir das erstmal ganz runter. Woher weißt du, auf welcher Ebene wir sind? F3. Y-Achse. Ah, bei mir steht aber 14. Ah, ne, doch, ja, doch 13. Ein Block, ja, weil du
Ja, ich war im Block. Ich war im Block höher. Ja, Baum, machen wir es hier irgendwie. Bau du hier schon mal an, anfang du hier schon mal an und ich geh runter. Okay. Ich mach. Ja, doch. Nee, ich mach den Gang 2 breit. Und dann. Mach ich halt in jede Richtung so gangmäßig. Ja, dieses. Das hab ich auch mal gemacht in noch einer anderen Welt. Ja, halt so. Immer alle 4. Also im Abstand von 4 Blöcken immer so einen Gang. Ja, ich kenne ich kenn die Methode. Ich kenne die Methode. Ja, aber ich habe so richtig lange gegraben und dann in einem Gang halt immer was gefunden. Und ich habe auch gerade jetzt Diamant gefunden. Nice. Wie viele? 2. 3. Dann können wir uns eine Hacke machen draus. 4. 5! Oh, und da war Gravel. Oh. Ja, 5 Diamanten. Oder 6. Waren es 5 oder 6? Es waren 5. Ja, das ist schon ziemlich nice, oder? Ist gut, ja. Aber wir sparen jetzt erstmal, würde ich sagen, weil wir haben ja nicht so viele. Ah, ich bin jetzt Ich geh jetzt nochmal in die andere Richtung, vielleicht habe ich da genauso viel gehört. Ich bin jetzt am Ende. Bad Job. Ich glaube, was am besten ist, aus Diamant zu machen, sind Schaufeln, oder? Keine Ahnung. Also, weil. Was, wir gehen doch erstmal hoch, weil. Einfach ein bisschen. Weil wir haben jetzt schon so lange graben und wir waren schon. Ja, jetzt das schon, wird sonst König, ne? Weil wir sind schon lange schon so lange unten, dass wir auch mal ein bisschen hochgehen sollten. Ach, du warst am Ende faul und hast gar nicht mal weitergegraben? Keine Ahnung, warum ich aufgehört habe. Was war? Ich habe irgendwie angefangen, dir zu folgen. Ich hab's gar nicht gemerkt. Ich bin auf den Arsch geglotzt, gib zu. Mein Gesellen Tick. Oh Mann, woher wusstest du? Also, oh, hier ist. Mein Lieber. Dann pack ich mal gleich. Mein lieber Reinhold, ich muss dir mal was sagen. Ja. Ich muss dir was gestehen. Du bist ein Hinterlader. Ich hatte schon immer einen Drang, dich zu töten. Ah! Oh. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich dich töten würde, aber. Ja, okay. Das muss man erwarten, wenn man mit einem Schwert auf jemanden losgeht. Ja, nett, jetzt bin ich hier an der Oberfläche mit ganz vielen Creeper-Buben. Willst du dich teleportieren? Ich schiss sie einfach. Nee, das ist keine Idee. Das wäre unschöne Krater verursachen. Egal, ich töte mir jetzt einfach nochmal, damit ich wieder am Leben bin. Also mit vollem Leben. Ja, weißt du was? Ich mach jetzt mal. Okay, da bin ich. Deinen ganzen Shit hier rein. Danke. Ja, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Ich hab dich hier schließlich getötet. Was ist das so eigentlich noch? Das geht, wenn ich mit meinem Kumpel spiele, die ganze Zeit so. Nur so am Töten. Du meinst Inksack? Die sind da schon. Ja. Ach so, nee. Oder was meinst du? Meinst, was ist das? Was du noch hast. Was du noch hattest, weil ich weiß es gar nicht mehr. Egal, wir teilen einfach alles. Ja, passt. Und Diamanten packen. So, jetzt kann ich erwarten, dass du mir irgendwann in den Rücken stichst. Aber was ich wirklich sagen wollte, ist, ich muss dir was anderes gestehen. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich sagen wollte. Wenn du stehst drauf, Leute zu erwürgen. Ich bin nicht so der Sadomaso-Typ. Wo weißt du, was ich sagen will, ey? Nein. Gold? Ach, ich wollte sagen, Männer. Gold ist eigentlich um uns. So, worauf stehst du? Ich stehe auf Männer. Oh. So, das ist ein bisschen spät. Ist vorbei. Warum hast du es nicht gleich gesagt? Sonst hätten wir auch schon Spaß haben können. Ich bin mal so schön auf deinen Arsch geschaut, ne? Beim Graben. Okay, das jetzt reicht jetzt ein bisschen. Oh, Weapons. Und auch ein kleiner Disclaimer hier. Ich hab nichts gegen Schwule. Ich versuche einfach lustig zu sein. Wo ich bestimmt einfach miserabel versage. Wie immer. Ich dachte, du und ich, das wäre was Ernstes. Nein. Ich hab nur gespielt. Nee. Dieses Lachen war ein bisschen komisch.
Bruno kennst du doch, oder? Hä? Bruno kennst du, oder? Der Name hört sich... Den Film? Achso, doch. Ja, ich finde die Lache, die Lache finde ich da so geil. Den Film total komisch. Hallo, mein Name ist Bruno. Oh, ich habe noch zwei Fleisch. Wie viel hast du? Ich habe zwei Fleisch. Dann passt das ja, dann brauche ich nichts abgeben. Nö. Ja, okay, dann gehen wir nochmal. Ich glaube, es wird. Nee, doch nicht, das war optische Täuschung. Nee, also ich glaube. Was machen wir jetzt? Wir müssen halt mal gucken, was für Ressourcen haben wir. Ich würde sagen, ja. Wir könnten jetzt noch nicht anfangen zu bauen. Weil die Haupt. Wir wollen ja, wenn wir es bauen, das nicht als Cobblestone machen, ne? Wir wollen es aus richtigem Stein machen, weil es sieht einfach viel besser aus. Wollen wir so einen riesigen, großen Penis mal machen, wie ich dir den schon mal gezeigt habe? Ja, einmal. Nee, machen wir mal was anderes. Ey, was auch geil war, der war ja so, ich weiß nicht, ob das noch geht, aber so mit Booten, weißt du, wenn die so in Wasser reinfahren, dann werden die ja halt hochgetrieben, kennst du so? Achso, ja, ja, diese, Dann Aufzüge immer so oben raus. Hier ist was du gemacht hast, ja, mit dem Eisen. Dann mache ich jetzt auch mal das Eisen von mir rein. Hier ist ja das Gold. Auch Gold. Kann man Diamanten eigentlich schmelzen? Ja, die werden, glaube ich, zu Blöcken. Ah, nee, das passiert, wenn man vier Blöcke dann hat. Nee, das war eigentlich... Nee, ich glaube, Diamanten muss man dann halt 9 Stück, dann bekommt man einen Diamanten. Wie viel braucht man für eine Uhr? Gold? Ja. 4. 4. Soll ich mal einen Kompass machen? Machen wir mal Gold, machen wir lieber eine Uhr. Können wir sehen, was... brauchen, falls wir mal irgendwo in der Ferne auf einer einsamen Insel eine Nacht verbringen wollen. Na. Ja, das passt. Ich finde, eine Uhr ist erstmal wichtiger, weil wir werden jetzt ja nicht in bald auf einer einsamen Insel eine Nacht verbringen, oder? Nee. Wir wollen ja erstmal hier graben und so. Ich finde Gedanken trotzdem schön. Nein. Hast du Redstone? Ja, wie macht man das nochmal? Weißt du was? Das machst jetzt du. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Das kannst du machen. Weil ich nicht weiß, wie das geht. Ja, weil ich nicht weiß, wie das geht. Ich versag beim Aufnehmen immer voll beim Sprechen. Ich bin immer voller Fail. Oh yeah. Du nimmst die Uhr, ich den Kompass. Ja, du hast zwei gemacht. Ah, nice. Was braucht man? Also ich hab einen Kompass und eine Uhr. Der Kompass zeigt dir, wo der Spawnpunkt ist, oder? Genau. Ey, es ist immer noch Nacht. Ich hab vor 10 Stunden schon... Oh, schnell wieder rein. Okay, da war... Das müssen Schreie sein. Okay, geh bloß nicht an die Decke. Das sind total schwule Leute, die stalken dich. Ich weiß nicht, das sind Paparazzi oder so. Ich weiß nicht, wir sind halt zu fame. Ich könnte die theoretisch... Aber ich hab nicht so viele Pfeile, aber ich könnte jetzt mit meinem brandneuen Bogen könnte ich jetzt abschießen. Und dann nehme ich eben mein Hatte ich nicht ein Eisenschwert? Hast du was gemacht? Kann das sein? Ah, doch, das habe ich jetzt noch in meinem Inventar nicht gegeben, hier. Nimm's. Okay. Was geht mir da hoch? So, jetzt machen wir Krüppelkeile. Du drückst mir den Rücken. Hä? Du deckst mir den Rücken. Ja, mit drei Pfeilen. Oh, okay. Ich kann ja auch mein Schwert nehmen. Dann greifen wir zusammen an. Okay. Oh, zwei Knochen. Zwei Bonus. Warte. Okay, hinter dir. Meine ganze Armee, ey. Muss ich seitlich bewegen, dann trust mir dich nicht. Was weißt du bestimmt. Ich weiß, aber es gibt so viele. Und ich glaube, ich bin irgendwie aus Versehen getroffen, kann das sein? Boah, hier ist ja mal so ein... Ja, ich habe ja noch nur 3 Herzen verloren. Ist doch gut, dass ich die Creeper vorher getötet habe, dann war das doch von mir. Ja, aber man Creeper sind oft gut im Kampf, weil die können die anderen Mobs mit sich in die Luft jagen. Ja. Ich habe 4 Creeper ohne irgendwelche Waffen getötet. Einfach weil die sich selbst hochjagen. Seht ihr, das ist ein Zombie. Aber mir leckt so was immer. Arschstarm wie du. Ich esse mal ein Stück Fleisch, das brauche ich jetzt mal. Ach, weißt du, was ich erstmal mache? Ich glaube, ich mache eine Schere, oder? Könnten wir gebrauchen jetzt. Ja, dann können wir uns ein Bett machen. Zum Schlafen. Ich meine, ja, okay, man kriegt einen Wolle, wenn man einen Schaf so tötet, aber
Scheren bekommt man meistens 4. Ja, können wir uns ein Bett machen. Sehr gut. Für jeden eine Schere? Ja. Würde ich. Weil die sind eh schnell kaputt, glaube ich. Wir brauchen ja nur ein bisschen Wolle. Für jeden ein Bett. Wir wollen ja nicht in einem schlafen. Geht ja auch gar nicht. Oder wollen wir das? Können ja zusammen schieben. Oh, Tageslicht, ey. Das ist auch ungewohnt. So, wo höre ich jetzt Zombies? Hinter diesen Creeper. Oh. Achtung. Du musst am besten ganz schnell zweimal hintereinander. Weil bevor die explodieren. Oh, ich hab Gunpowder. Schießpulver. Du hast Schießpulver und Munition. Und Munition für unsere Truppen. Das deutsche Volk braucht Munition. Ich hab 2 Schießpulver bekommen. Hast du jetzt mehr Scheren für mich und dich? Ach, natürlich, natürlich, natürlich. So, wo sind unsere Farmtiere? Die waren. Okay, wenn man sie Zeit braucht, zum Metzeln. Da. Jetzt kommt die Schere. Oh, das ist ein Kakteen. Ich dachte, das wäre ein Creeper. Ey, wie die einfach aussehen, diese Scheren. Das sieht voll lustig aus. Schafi, Schafi, Schafi. Ich brauche deine Wolle und ziehe sie dir ab. Mit meiner Schere. Schnipp, schnapp. Okay. Fleisch und Schwein. Du singst aber einfach so ein Lied. Wir sollen mal, Hä? Oh, es gibt neue Archive. Wie kann man mit der Schere das, die Wolle kriegen? Rechtsklick. So, Rechtsklick. 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 Du musst Rechtsklick machen. Rechts gehen. Dieser Film, der Film, der Untergang, jetzt war so krank. Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht, aber das ist. Ich kenne halt so ein paar Szenen davon, aber. Ja, den solltest du aber mal gucken, der ist richtig. Der ist aber richtig krank. Mit brauchen wir Kakteen. Der Goebbels und seine Frau, also, wir wollen unsere Kinder nicht in einem Nazi. In einer Welt ohne Nazis. Großziehen, genau. Und dann bringen die Frau um. Die bringen jetzt die Kinder um, dann bringen die sich selbst um. Guter Plan. Ja. Ich habe ein paar Kakteen. Die brauchen wir bestimmt, oder? Für was brauchen wir die denn? Weiß nicht. Kaktusgrün, eine Farbe. So, was ich jetzt mache, ich baue jetzt mal ein Bett. Für uns. Echt weit von zu Hause weg, zu langsam kriege ich Heimweh. Damit sollte man Minecraft einfach so machen, dass man eine Zivilisation starten kann. Dass man ein Mann und eine Frau sein kann, dann kann man eine Zivilisation starten. So ähnlich wie Sims? Mehr oder weniger. Es gibt doch jetzt irgendwie so ein Update dafür, das ist so im Mittelalter oder sowas, oder? Das habe ich gesehen. Mittelalter, weiß gerade nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt gerade einen weiteren Höhleneingang gefunden. Ja? Ziemlich weit, Moment, südlich von uns aus. Ah, du hast keinen Kompass, deswegen weißt du nicht, wo ich bin. Wie kann man einen Kompass machen? Ich brauch Gold, genau, so keinen. Uran und Eisen. Ach, ich hab ja die Sachen gebaut. Deswegen weißt du es gar nicht. Auch ein Vorteil. Ja. Oh fuck. So, was hab ich jetzt? Ich baue mal 2 Betten für uns. Oh, eine Gay-Oase. Mit einer Kuh drin. Ich nenne Geo-Oasen immer so Stellen, die halt so halb in der Erde sind und mit Wasser gefüllt sind. So. Und hier ist eine sehr große Wüste. Dann komme ich jetzt mal zu dir. Soll ich dich teleportieren? Mach das doch mal. Woo! Da, guck dir das an, das ist doch schön hier, oder? Ach ja, ja. Der Höhlenach, das ist übrigens die Geo-Oase. Sehr schön. Romantisch, echt. Hier müssen nur ein paar Redstone-Fackeln rein. Da ist nackte. Left the game. Ja, ich muss mich neu verbinden, weil hier gibt es so einen Bug mit dem Laden.
Das ist nicht alles late. Gibt's einen Bug mit dem Laden? Mit dem Laden. Jetzt habe ich den Eingang der Höhle verloren, das ist nicht gut. Ah, nee, doch, da. Oder? Ja! Erkunde mir die Höhle! Erstmal töten wir Schweine! Juden! Die Juden-Schweine töten! Oh mein Gott, wie viele es hier einfach gibt. Oh, guck mal hier auch! Oh. Ich find's einfach geil, wie viele Ausländer einfach denken, dass sie noch Nazis wären. Ja, ich lebe in Deutschland, so, ja, fucking Nazis. Schon blöd. Ja. Muss man die Geschichte kennen, ne? Oh Mann, diese scheiß Lag. Die sind halt nichts Besonderes. Was, nochmal? Die sind halt nichts Besonderes. Kann man so sagen, ja. Die sind sozusagen geistig nicht ganz normal. Das kann man so sagen. Wo ist sein Höhleneingang? Ja, ich hab ihn. Moment, hab ich ihn jetzt im Endeffekt doch noch gefunden? Nee, ich hab ihn. Doch, hast du doch gesagt. So, oh ja, hier. Dann sind wir irgendwie aus Schweinetöten. Ach ja. Ausgegangen. Wenn das der Wahrheit entspricht, dann müssen wir hier lang. Um dann dort in die. Ah, genau. Du hast auch so ein Kurzzeitgedächtnis wie ich. Ich vergesse doch an, lässt einfach. Es war doch gleich. Kein Höhleneingang, es war nur so eine kleine Ecke. Ah. Eieiei. Vielleicht war das auch das Falsche, das weiß mein ich nicht. Mein lieber Reinhold, yeah. Eieiei. Hier sind nicht mehr Schweine! Judenschweine! Ich habe einen reinen deutschen Namen! Reinhold! Ja, aber ehrlich. Du hast echt so einen traditionellen deutschen Namen. Ja. Mein Name, den gibt's auch irgendwie in anderen Sprachen. Englisch und so. Wo bist denn du? Ich sehe dich auf jeden Fall, du bist auf dem Berg, ich bin auf dem anderen Berg. Hügel. Hinterm Tal. Was machst du da? Ich hab Kühe getötet, jetzt habe ich 11 Leder. Das ist echt eine große Landschaft. Guck mal. Oh, jetzt habe ich einen Höhleneingang. Also ich sehe dich jetzt wirklich doch jetzt. Nicht. Falscher Alarm. Ja, du hast lauter so falsch Alarm mit dem scheiß Höhleneingang, oder? Obwohl ich was Besonderes bin. So. Kannst du mich mal teleportieren zu dir? Ich hab keinen Bock, dich zu finden. Hallo. Oh, Schafe. Jetzt hab ich überhaupt keine Orientierung mehr. Wir hätten Slash Home machen sollen. Ist unser Haus. In die Richtung, in die wir gehen. Ja, aber da ist es doch gleich. Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir mal hier das erste Let's Play abbrechen. Okay. Und wenn wir wollen, können wir dann auch noch ein bisschen off-camera spielen. Eventuell etwas farmen. Also, was Material für Hausbau angeht. Ja, genau. Weil im Moment machen wir nichts, wir laufen einfach nur so komisch rum und machen nichts. Töten, quälen, unschuldige Tiere. Wir sollen vielleicht am Ende noch so eine PvP Duell machen. Das wäre doch lustig, oder? Es gibt ein richtig geiles PvP Plugin. Nee, Quatsch, das ist so ein Arena Plugin, wo halt Wellen von Monstern auf dich zukommen, ey. Und ich glaube auf unser alten PvP Server, der hat nicht Plugin. PvP Mob, da kommen halt so Wellen an. PvE dann. Ja. PvP Mob. Nee, und wir hatten eigentlich einen richtig schönen Server mal gemacht, aber weil wir alle so übelst reich waren, also was Material anging, das wurde irgendwann langweilig, weil man halt alles hatte. Deswegen haben wir einen neuen Server gestartet und eigentlich könnte ich dir das mal eventuell zeigen. Leute, das können wir als nächstes Let's Play machen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, Leute. Abonniert mich mal bitte. Das trifft sich ja gut, weil wir haben hier gestartet. Ja, abonniert mich mal bitte. Und wenn ihr das Video gut fandet, liked es oder keine Ahnung, wie es auf dem deutschen YouTube heißt, mögen. Und ciao. Ja, Moment. Falls ihr eine Kommentatorenfähigkeiten gefallen euch, ja, euch gefällt,
dann könnt ihr mal auf meinen Kanal vorbeischauen. Ja, den werde ich dann im, wie heißt es, Description? Beschreibung. Das werde ich dann in der Beschreibung posten für euch und dann könnt ihr Reinholds Kanal euch anschauen. Und, was machst du da so? Erklärst du mal kurz. Nicht. Das war etwas, was ich am Anfang gebaut habe und jetzt wieder zerstöre. So als Wortspiel? Nee. Nein, auf deinen Kanal halt. Ach so, was? Ah. Also, ja, auch Let's Plays, aber im Moment nicht so aktiv wegen mangelnder Anzahl an Zuschauern. Bei mir aber ist es auch im Moment so. Ich habe halt 2000 Abonnenten, halt nur keine wenig Zuschauer. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, Leute, und wir werden euch nächstes Mal sehen. Ciao.